Kommt zurück beim Süßigkeiten-Marathon. Heute mit etwas Neuem von Haribo. Haribo haut ja im Moment echt ordentlich auf die Kacke. Gerade so im Fruchtgummi-Bereich. Ob die da irgendwie an Boden verlieren, keine Ahnung. Das hier, Haribo Fruit Mania Berry. Mit 20% Fruchtsaft. Hier, da. Es ist eher an Erwachsene gerichtet, würde ich vom Packungsdesign mal sagen. Es sieht aber eigentlich jetzt, weiß ich nicht, so besonders sehen die Drops sich jetzt nicht aus. Mein Hund verlangt Leckerlis, Moment. Hier. Ich zeig euch mal so einen Drop. Hier, so sieht das aus. Halt in so Fruchtgummiform, ne? Jetzt nichts überraschend Neues. Sehr weich. Na, ich sag gleich was dazu. Ich esse noch das zweite. Ich muss noch die dritte Form testen, damit ich auch alle hab und anschließend was sagen kann. Da. Müssen wir bei den Kauen zugucken. Es hat mir übrigens jemand geschrieben, von der Firma, die ich angeschrieben habe, dass das unmöglich ist und dass total, dass die Musik nervt, dass mein Kauen nervt, dass das nervt von, mit der Kamera von unten und ich soll das auch bitte so machen wie alle anderen auch und bla und blob. Nein, ich mache das so, wie ich das will. Wenn ich das so haben will, will ich das so haben. Das hat dann auch schon seinen Grund, warum ich das so haben möchte. Damit ich nämlich anders aussehe wie alle anderen. Egal. Es soll halt natürlich rüberkommen. Es ist ja auch natürlich. Und die LKWs waren gerade sehr laut. Was soll ich sagen? Also, ich bin nicht so sonderlich begeistert. Ihr habt es, glaube ich, auch an meinem Gesicht gesehen. Relativ geschmacks... Also, es ist nicht besonders geschmacksintensiv. Es ist fruchtig, ja. So ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht der Fruchtkick schlechthin, den ich erwartet habe, wenn man das mit Marketing bedruckt, dass da 20% Fruchtsaft drin sind. Es ist mir zu weich und es ist mir zu sauer. Und das ist halt das große Problem, ist nicht, dass ich ein Problem, ich habe auch ein Problem mit sauer, aber es ist einfach, es schmeckt nur sauer und dann kommt so ein bisschen was von Frucht. Und das ist irgendwie, nö, nicht mein Ding. Muss ich leider so sagen, wie es ist. Also ich gebe dem... Weil es einfach, es wird sicher Leute geben, die das mögen werden. Aber ich bezweifle, dass es sich durchsetzen wird, dass es lange auf dem Markt bestehen wird. Haribo hat das schon öfter gemacht, Sachen auf den Markt zu schmeißen und dann wieder runterzunehmen, wenn es nicht ankommt. Sie probieren relativ viel aus im Moment, aber das wird, glaube ich, dazugehören. Das wird, glaube ich, was sein, was nicht allzu lange auf dem Markt sein wird. Einfach, weil es ist zu unspektakulär. Oder die Leute lassen sich zu viel reißen von den... Hey, 20% Fruchtsaft sind da drin. Das kann ja nur fast gesund sein. Nein. Guck mal auf den Zuckergehalt. 17% Zucker. Also das ist nicht besonders gesund. Ich gebe dem 3 von 10 Punkten und damit ist gut. Man kann es probieren, aber man wird nicht kotzen davon, aber es ist okay. Mehr nicht. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.